Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, steht im Grundgesetz. Und weil das so ist, müssen Staatsorgane politisch neutral sein. Nur das Volk bildet sich seinen politischen Willen. Die Staatsmacht soll sich eben nicht einmischen. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil es um dieses Neutralitätsgebot heute vor Gericht ging. Es klagt die AfD gegen den regierenden Bürgermeister. Die Geschichte beginnt hier. Im Mai vergangenen Jahres hatte die AfD zur Großdemonstration mobilisiert. Tausende Anhänger stehen noch mehr Gegendemonstranten gegenüber. Und der regierende Bürgermeister setzt über seinen offiziellen Account folgenden Tweet ab. Zehntausende in Berlin, heute auf der Straße, vor dem Brandenburger Tor und auf dem Wasser. Was für ein eindrucksvolles Signal für Demokratie und Freiheit, gegen Rassismus und menschenfeindliche Hetze. Und dieser Tweet führte heute hierhin. Im Verhandlungssaal des Landesverfassungsgerichts muss sich der regierende Bürgermeister, vertreten durch den Chef der Senatskanzlei, verteidigen. Denn die AfD klagt gegen Michael Müller, er habe seine Neutralitätspflicht verletzt. Aus unserer Sicht haben wir klar deutlich gemacht, dass der Regierende eben diesen Tweet nicht abgesetzt hat als SPD-Landesvorsitzender, sondern als Amtsperson, als regierender Bürgermeister. Und es ist ganz klar die Absicht, die AfD aus dem demokratischen Spektrum herauszunehmen, indem er diesen Tweet abgesetzt hat. Die Senatskanzlei sieht hingegen keine Beeinträchtigung der AfD, denn die Partei werde im Tweet namentlich nicht erwähnt. Erwähnt seien allgemeine politische Anliegen der Gegendemonstranten. Wir sind sehr zuversichtlich, dass der regierende Bürgermeister die Möglichkeit haben muss, zivilgesellschaftliches Engagement zu würdigen und für das Eintreten für Grundrechte zu werben. Und es ist auch nicht belegt worden, warum die AfD sich jetzt durch diesen Tweet tatsächlich in ihren Rechten verletzt sehen kann. Für Jurastudenten, die der Verhandlung zuhören, ist das ein Lehrstück über Demokratie. Es ging eben um Grundwerte wie eigentlich eine Form von Demokratieverständnis. Es ging um Rassismus und das sind eben Sachen, die total grundlegend sind und deshalb auch jetzt gerade, wir sind noch am Anfang des Jurastudiums, aber eben jetzt schon wichtig für uns sind. Ich fand es sehr, sehr spannend, dass es sehr, sehr schnell auch auf Landesebene an Verfassungsrecht geht und letzten Endes um die Grundfesten des Staates und dass man definitiv wachsam bleiben sollte. Das Gericht legte sich heute noch nicht fest, wem es Recht geben wird. Nachfragen machten aber deutlich, dass es die politische Neutralität von Amtsträgern hoch einschätzt, aber auch deren Meinungsäußerung möglich sein muss. Die Klage der AfD ist unabhängig vom Ausgang des Urteils Ausdruck einer Strategie der Partei. Mit dem Vorwurf, der regierende Bürgermeister habe gegen die Chancengleichheit der Parteien verstoßen, will sie ihn als Verfassungsinstitution öffentlich auf die Probe stellen und demontieren. Hängen bleiben soll der Eindruck, die AfD ist wieder zum Opfer politischer Diskriminierung geworden. AfD versus Müller. Das Urteil ist für den 20. Februar angekündigt.